Herzlich willkommen zum heutigen Zeitgeschichteabend. In der Zeit zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg entwickelt sich Österreich zunehmend zu einem Pulverfass. Ein Land ohne Identität, horrender Staatsschulden und steigender Spannungen zwischen den politischen Blöcken. Anfang Februar 1934, vor genau 90 Jahren, eskalieren diese Spannungen. Die autoritäre Regierung unter dem christlich-sozialen Kanzler Engelbert Dollfuß ordnet Hausdurchsuchungen beim sozialdemokratischen Linzer Schutzbund an. Dessen Mitglieder leisten jedoch bewaffneten Widerstand. Kurze Zeit später brechen auch in Wien, Graz, Steyr und anderen Orten Kämpfe aus. Die Kämpfe dauern nur 3 Tage, doch es sind 3 Tage, die tiefe Narben hinterlassen. Die Perspektive auf den Februar 34 ist noch 90 Jahre danach, je nach politischer Couleur, sehr unterschiedlich und beeinflusst das Verhältnis zwischen ÖVP und SPÖ bis heute. Man hat es gemerkt, jetzt ist es ziemlich kritisch. Die Menschen sind eigentlich von der Straße verschwunden. Man hat dann fast niemanden gesehen. Das erste Mal, dass wir bei einer Ausrückung scharf geladene Gewehre trugen. Die Mauern waren abgebröckelt, durchgeschlagen zum Teil. Ein paar Sekunden später hat er schon einen Schuss gehabt und stand ihm durch. Ich habe einen Kopfschuss gehabt. Beim rechten Ohr, vor dem rechten Ohr war der Einschuss und von der linken Schläfe der Ausschuss. Und sage, mei, bin ich schon gestorben. Ich wollte noch nicht sterben, ich bin noch zu viel zu jung. Warum muss ich sterben? Wie der erste Knall war, hat man gewusst, ja, jetzt versteck dich, was kannst. Das war ja undenkbar, dass das eigene Militär auf die friedlichen Wohnhäuser schießt. Die dramatischen Tage zwischen 12. und 15. Februar 1934 prägen die jüngere Geschichte Österreichs wie kaum ein anderes Ereignis. Die sich gegenüberstehenden politischen Lager der Sozialdemokraten und Christlich-Sozialen lassen statt Worten die Waffen sprechen. Österreicher schießen auf Österreicher. Über 300 Menschen sterben. Es ist die Eskalation einer sich seit Jahren aufgestauten politischen Spannung. Ein Ausbruch der Gewalt der Narben hinterlässt. Narben, die das politische Klima zwischen ÖVP und SPÖ bis heute beeinflussen und die noch immer für Kontroversen sorgen. Um die Entwicklung dieser dramatischen Tage zu verstehen, muss man zumindest 1,5 Jahrzehnte zurückgehen. Als am 12. November 1918 die Erste Republik ausgerufen wird, stehen die Zeichen auf Zusammenarbeit. Die ersten Regierungen bestehen gleichermaßen aus Vertretern der Christlich-Sozialen wie der Sozialdemokratischen Partei. Gemeinsam gelingt der Aufbau der Demokratie. Doch bereits 1920, keine 2 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, bekommt die Kooperation Risse und die Große Koalition zerbricht. Die Opposition zwischen Christlich-Soziale und Sozialdemokraten hat sich schon etabliert in der Zeit der Monarchie. Sie zieht sich weiter. Und es ist eine ganz klare Position auf der Basis von gegensätzlichen sozialpolitischen und wirtschaftlichen Interessenvorstellungen. Und was damit kommt,
ist eine, wie sich im Endeffekt herausstellen wird, fatale Lagerbildung. Die Sozialdemokraten konzentrieren sich auf Wien, wo sie eine gute Zweidrittelmehrheit haben. Und du hast die zutiefst katholischen christlich-sozialen Bundesländer. Und das ist eine Dichotomie, die gegeneinander nicht nur in einem politischen Kampf, sondern ganz wesentlich auch in einen Kulturkampf mündet, der letztlich auch fatal enden wird. Rasch wird aus der anfänglichen Zusammenarbeit eine Konfrontation der staatsgründenden Großparteien. Die Christlich-Sozialen stellen Bundeskanzler um Bundeskanzler und die Sozialdemokraten gehen in Opposition. Das gegenseitige Misstrauen wächst stetig. So sehr, dass die beiden Parteien bereits früh paramilitärische Arme unterhalten. Ab 1920 stehen auf Seiten der Christlich-Sozialen die Heimwehren. Von Beginn an verfolgen die Heimwehren einen antimarxistischen und im späteren Verlauf auch antidemokratischen Kurs. Rund 50.000 Mann sind Teil der Heimwehren. 3 Jahre später, 1923, wird der Republikanische Schutzbund gegründet. Mit rund 80.000 Mitgliedern, bis 1926 sind auch Frauen Teil des Schutzbundes, sind die Zentren der linken paramilitärischen Einheit neben dem Roten Wien insbesondere in den österreichischen Industrieorten zu finden. Die Maximalstärke des österreichischen Bundesheeres hingegen liegt in dieser Phase bei lediglich 30.000 Mann. Nur wenige Jahre nach der Gründung der Republik hat sich das Gewaltmonopol massiv verschoben. Aber noch sind Polizei und Militär überparteiisch. Doch wird sich dies rasch ändern. Denn das Jahr 1927 wird zur Zäsur in der innenpolitischen Auseinandersetzung. Im burgenländischen Schattendorf erschießen rechtsgerichtete Frontkämpfer 2 Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei. Die Täter werden im Juli freigesprochen. Das Urteil wird von weiten Teilen der Bevölkerung als Skandal empfunden. Eine anfangs friedlich verlaufende Demonstration wird zur Revolte. Der Justizpalast wird in Flammen gesteckt. Die Polizei unter der Führung von Johann Schober, Polizeipräsident und früherer bürgerlicher Bundeskanzler, reagiert mit Gewalt und schießt in die Menge. 89 Demonstrierende und 5 Polizeibeamte sterben. Der Justizpalastbrand, das Polizeimassaker, das damit verbunden ist, so eine Wendemarke der Ersten Republik. Ab diesem Zeitpunkt funktioniert die Armee im Sinne der Regierung und die Polizei tut, was man ihr sagt, auch wenn das heißt, in die Menge schießen. Die Kräfteverhältnisse kippen ab dem Juli 1927 immer stärker zugunsten der christlich-sozialen Regierung. Der Weg des Konsens wird nun endgültig verlassen. Die Sozialdemokraten ziehen sich vollends in ihre Hochburgen zurück und bauen im Roten Wien an der sozialistischen Utopie. Zum Sinnbild hierfür werden vor allem die Gemeindebauten. Eine Zusammenarbeit ist nur mehr punktuell möglich. Die politischen Gegensätze verhärten sich. Und es scheint kaum mehr möglich, diese zu überwinden. Eine offene, gewaltvolle Konfrontation der beiden Parteien kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Phase des latenten Bürgerkriegs ist geprägt vom Versuch, die Sozialdemokratie zum Losschlagen zu motivieren, durch Aufmärsche in ihren Hochburgen herauszufordern, auf dass sie möglichst bald einen Vorwand liefert für einen Bürgerkrieg. Auch die Inflation, die mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 einsetzt und verheerende wirtschaftliche wie soziale Verwerfungen mit sich bringt, verschärft die politische Krise in der jungen Ersten Republik.
Bis zu einem Drittel der Menschen wird arbeitslos, das Leben für viele unleistbar und die Polarisierung im Land größer. Einen weiteren Höhepunkt erreicht diese bei der Ausschaltung des Parlaments im März 1933. So war es fast natürlich, wen auch überraschend, was sich am 4. März in unserem Parlament abgespielt hat. Das Parlament hat sich selbst ausgeschaltet, ist an seiner eigenen Demagogie und Formalistik zugrunde gegangen. Während einer Sitzung treten alle drei Nationalratspräsidenten zurück. Es kommt zu einer Geschäftsordnungskrise und die Sitzung muss vertagt werden. Doch am 15. März hindern Polizei und Heimwehren die Nationalratsabgeordneten daran, wieder zusammenzutreten. Der Parlamentarismus ist damit am Ende und Kanzler Engelbert Dollfuß regiert von nun an autoritär. Auffällig ist, dass die Sozialdemokratie weder nach der Ausschaltung des Parlaments noch nach dem Verbot des Schutzbundes und noch nach dem Verbot von Versammlungsrecht und der Abschaffung anderer bürgerlichen Freiheiten nichts unternehmen. Sie rufen zum Beispiel nicht zum Generalstreik. Und dieses Laissez-faire hat stark mit der inneren Spaltung der Partei zu tun. Der rechte Flügel der Sozialdemokratischen Partei rund um Karl Renner sucht einen Ausgleich mit Dollfuß, setzt auf Verhandlungen und spricht sich für einen Kompromiss aus. Der linke Flügel um Otto Bauer und Julius Deutsch steht für den offenen, zur Not auch bewaffneten Widerstand und ist zu keinen weiteren Zugeständnissen bereit. Die müssen weg. Wir haben das besprochen, wir beziehen das jetzt durch. Mit Waffen. Das ist die Sprache, die verstehen. Aber wie viele Leute kommen dann um? Ja. Diese einerseits-andererseits-Politik erschwert ein selbstbewusstes Auftreten der Sozialdemokratischen Partei. Nicht minder verheerende Folgen für das Widerstandspotenzial der Sozialdemokratie hat das Verbot des Republikanischen Schutzbundes vom 31. März 1933. Die Sozialdemokratie sieht sich immer mehr in die Ecke gedrängt und kann sich nicht zu einer stringenten Strategie durchringen. Das Gewicht der Sozialdemokratie wird immer geringer. Erstens die inneren Probleme, die Zerrissenheit zwischen den Parteiflügeln. Andererseits fehlt ihnen auch das, was eben die Nationalsozialisten haben und auch was Dollfuß hat, nämlich eine starke Rückendeckung durch das Ausland. Ja. Also die Westmächte halten sich zurück. England und Frankreich, die wollen sich hier eigentlich nicht einmischen. Die haben selbst größte Probleme. Und so ist eigentlich die Sozialdemokratie weitgehend auf sich selbst angewiesen. Schon im Herbst 1933 hat die Sozialdemokratie festgelegt, wann sie sich bewaffnet zur Wehr setzen würde. Erstens bei der Einsetzung eines Regierungskommissärs anstelle des gewählten Bürgermeisters in Wien. Zweitens bei der Auflösung der freien Gewerkschaften. Drittens bei einem Verbot der Sozialdemokratischen Partei. Und viertens bei der Einführung einer faschistischen Verfassung. Und auch taktische Überlegungen für einen allfälligen Aufstand werden durchgespielt. Nach einem Generalstreik sollen, das Überraschungsmoment ausnützend, die wichtigsten Regierungsgebäude besetzt werden. Zu einem detaillierten Aufstandsplan wird man sich aber nie durchringen können. Es bleibt bei theoretischen Abwägungen. Anfang 1934 ist das Dollfuß-Regime bereit, den nächsten Schritt zu machen und die politische Opposition nun vollends auszuschalten. Es kommt zu unzähligen Hausdurchsuchungen, Waffen werden beschlagnahmt, rund 200 Schutzbündler werden verhaftet, mit Alexander Eifler auch der Stabschef der paramilitärischen Einheit. Sowohl die Regierungsseite als auch die sozialdemokratische Führung weiß mit den Verhaftungswellen im Jänner 1934 ist gewissermaßen die letzte Phase der Diktaturdurchsetzung erreicht. Also jetzt geht's der Regierung offensichtlich darum, den Sack zuzumachen. Jeder sieht jetzt, es kommt was. Und am Sonntag, dem 11. Februar,
erscheint erstens einmal in der Reichspost ein Interview mit dem Bundeskanzler Dollfuß, wo er dann so halb verbrämt, aber doch ziemlich klar sagt, es wird jetzt was passieren. Ja? Also wir stehen vor großen Umwälzungen. Man hat dann gemerkt, wie es zum 11. zugegangen ist, dass es eine große Unruhe war. Ich habe da diesen einen Schauspieler noch vor mir, wie er nach Haus gelaufen ist und sich dann bei unserem Kaufmann unten noch etliche Sachen geholt hat. Und man hat es gemerkt, jetzt ist es ziemlich kritisch. Die Menschen sind eigentlich von der Straße verschwunden. Man hat dann fast niemanden gesehen. Der Schutzbund möchte der eigenen Entwaffnung nicht weiterhin tatenlos zusehen und pocht auf Widerstand. Sollte es zu einer neuerlichen Hausdurchsuchung kommen, würde man sich zur Wehr setzen, verkündet Richard Bernaschek, der Linzer Schutzbundkommandant. Das Befinden des Onkel Otto und der Tante wird sich erst morgen entscheiden. Ärzte raten abwarten, vorerst noch nichts unternehmen, lässt die Parteileitung in Wien die Linzer Genossen noch in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar wissen. Doch diese verschlüsselte Nachricht wird keinen Einfluss mehr auf den Lauf der Geschehnisse haben. Das Hotel Schiff in Linz, das Heim der Sozialdemokratischen Partei, war der Ausgangspunkt für den marxistischen Putschversuch in Österreich. Wir haben geschlafen im Hotel, haben ein gutes Frühstück gekriegt. Und dann wollten wir raus, ist draußen die Polizei gestanden und hat uns nicht mehr rausgelassen. Durch ein verdächtiges Telegramm an einen Schutzbundführer sah sich die Polizei veranlasst, eine Untersuchung des Parteiheimes vorzunehmen. Es gab Alarm, Antreten, dann wurde scharfe Munition ausgegeben. Wir haben im Hof Abstellung gehabt und hat es geheißen Laden. Es war das erste Mal, dass wir bei einer Ausrückung scharf geladene Gewehre trugen. Sind wir über die Stiegen raufgegangen und wir haben einen Maschinengewehrschützen gehabt, das war der Rudolf Kunz. Dann haben wir geholfen, den Tisch haben wir zum Fenster hin. Auf diesem Tisch war ein Maschinengewehr montiert, mit dem der Eingang durch den Hausflur 4 Stunden lang in Schach gehalten wurde. Beim Hinaufsteigen mussten wir immer am Bauch liegen vorbei robben, bis wir die Dachbodentür erreicht hatten. Und am Dachboden hat der Kamerad Neumeier mit seinem Karabiner vorsichtig einen Dachziegel gehoben und gefeuert. Ich hab zu ihm gesagt, du kannst zeig mir das, wie das geht. Das ist mir ein schönes Gewehr. Und sein Ausspruch war, ich habe jetzt keine Zeit. Und das muss ich sagen, das Wort war meine Lebensrettung. Hinter Holzwänden in den Mansardenzimmer versteckten Waffen, die in großer Zahl gefunden wurden, hätten die Aufrührer das Parteiheim noch lange wie eine Festung verteidigen und unabsehbaren Schaden anrichten können, wenn es nicht gelungen wäre, durch Einsetzen von Artillerie die Übergabe zu beschleunigen. Die Mauern wurden abgebröckelt, durchgeschlagen zum Teil, die Fenster alle kaputt. Der Widerstand war fast nicht mehr möglich, weil das Feuer der Angreifer derart stark war, dass einfach von uns aus nicht mehr bewältigt hat werden können. Naja, und ich bin dann rauf in den zweiten Stock und habe gesagt zu meinen Zimmerkameraden, du Wickerl, die wollen sie ergeben. Ne? Oh, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Und ich drehe mich um, steht schon vor mir ein Polizist, ein Mordslakel, den Grünen, was die gehabt haben, und den Bi. Ne? Und ich habe geschaut, dass ich meine Pistole nur aussehe und habe sie am Boden fallen lassen. Der Widerstand im Hotel Schiff wird durch Polizei, Militär und Heimwehren schnell niedergeschlagen. Anderswo in Linz wird noch für einige Stunden weitergekämpft. Die Nachrichten aus Linz erreichen binnen kürzester Zeit die Parteileitung in Wien und diese ist überrumpelt vom Losschlagen der oberösterreichischen Genossinnen und Genossen.
Nach den vorangegangenen Verhaftungen übernehmen Julius Deutsch und Otto Bauer nun die Kampfleitung und versuchen, den Aufstand zu organisieren. Doch werden sie selbst zu Getriebenen der sich überschlagenden Ereignisse. Der Otto Bauer, der war ganz allein. Er ist verzweifelt hin und her gegangen. Er war ein wunderbarer Mensch in der Situation. General war er keiner. Das ist ihm ja nicht gelegen gewesen. Er hat ununterbrochen gesagt, was wird aus den Frauen und aus den Kindern und was wird da werden. Und ich habe gesagt, ja, aber jetzt ist ja der Würfel gefallen. Haben wir denn keine Flugblätter und gar nichts? Denn die Jungen sind gekommen mit den Fahrrädern und zu Fuß. Und die wollten alle irgendwas haben. Wir haben aber nichts gehabt, gar nichts. In Wien tritt ein geheimer Parteivorstand zusammen. Und der beschließt, nolens volens, eher ungewollt als gewollt, ja, den Generalstreik. Und der Generalstreik ist das Zeichen zum Aufstand. Also in Wien bleiben um 11.47 Uhr ungefähr die Straßenbahnen stehen, der Strom ist aus. Das ist eigentlich das Signal für den Aufstand. In einem von der Regierung gestalteten Nachrichtenbeitrag wird von einem Putschversuch gesprochen. Die Lage sei aber unter Kontrolle. Die Ausschaltung der Lichtleitung und Stilllegung der elektrischen Straßenbahn war das Zeichen für den Beginn des wohlvorbereiteten Putschversuches der Sozialdemokratischen Partei in Wien. Die sofortige Alarmierung der gesamten Staatsexekutive, die erste Gegenmaßnahme der Regierung. Dank dem aufopferungsvollen Eingreifen von Bundesheer, Polizei, Gendarmerie mit Unterstützung der freiwilligen Formationen, die die Regierung zum Schutze der Heimat aufgerufen hat, gelang es auch während der Kampfhandlung, die lebenswichtigen Betriebe in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Der Generalstreik scheitert, der Aufstand hat einen schweren Start. Das autoritäre Regime reagiert schnell und mit aller Härte. Bereits gegen Mittag des 12. Februar werden alle Donaubrücken und die Eingänge zur inneren Stadt vom Bundesheer besetzt. Bewaffnete Polizisten patrouillieren durch die Straßen. Eine Ausgangssperre ab 20 Uhr wird verhängt. Und um 14.20 Uhr wird das Standrecht eingeführt. Den Aufständischen droht nun die Todesstrafe. Die Sozialdemokratische Partei wird verboten, das Bundesheer besetzt um 16.30 Uhr das Wiener Rathaus und verhaftet Bürgermeister Karl Seitz sowie andere namhafte Genossinnen und Genossen. Keine 24 Stunden nach dem Ausbruch der Gewalt fliehen Julius Deutsch und Otto Bauer über die Grenze in das tschechoslowakische Brünn. Was in der Luft lag, war nicht Revolution, sondern Ratlosigkeit, erinnert sich der ehemalige sozialdemokratische Politiker Ernst Fischer später an jene Tage im Februar 1934. Damals, am 12. Februar, ist mir schon zum Bewusstsein gekommen, wie unvorbereitet wir für einen ernstlichen Kampf waren. Der Aufstand ist schlecht vorbereitet und verläuft von Beginn an chaotisch. Es gibt kein gemeinsames Vorgehen, keine Strategie, durch die man das Zepter des Handelns übernehmen könnte. Der Schutzbund ist von Beginn an in der Defensive. Die Kommunikation innerhalb der Aufständischen funktioniert nicht, die Waffenverstecke sind nur wenigen bekannt und die Mobilisierung der Schutzbündler läuft nur stockend an. Schätzungen sind schwierig, doch geht man heute davon aus, dass sich lediglich 10.000 bis 20.000 auf Seiten des Schutzbundes am Kampf beteiligen. Heimwehren, Polizei und Militär mit knapp 60.000 Mann deutlich in der Übermacht haben leichtes Spiel und es gelingt ihnen binnen kürzester Zeit strategisch wichtige Orte zu besetzen. Den Überraschungsmoment hätte man ja nützen müssen, um einen Enthauptungsschlag gegen die Gegenseite zu führen. Das heißt, in Wien, um Behörden zu besetzen, Kasernen zu umzingeln, der Gegenseite so schwer als möglich zu machen, ihre militärische Übermacht auszuspielen. Nichts davon passiert. Die Schutzbundeinheiten gehen nicht in die Offensive und sie verlieren damit wertvolle Zeit, die die Regierungsseite sehr systematisch nützt, um Polizei und Bundesheer zu mobilisieren und einen Kampfort nach dem anderen niederzukämpfen.
Die bewaffnete Auseinandersetzung findet überwiegend in den äußeren Bezirken Wiens statt, in Otterkring, Meidling oder Floridsdorf. Hier stehen die großen, prestigeträchtigen Gemeindebauten, die von den Regierungstruppen belagert und den Aufständischen mit allen Mitteln verteidigt werden. Dabei sind es nicht nur Männer, die sich am Kampf beteiligen, auch wenn die ausschließlich männliche Leitung des Republikanischen Schutzbundes Frauen ursprünglich eine andere Rolle zugewiesen hat. Frauen waren ab 1926 aus dem Schutzbund auch nach Statut ausgeschlossen, also von einer aktiven Rolle. Es gab zwar Zivilorganisationen und einige andere Bereiche, wo sie durchaus präsent waren und unterstützt haben. Auch administrative Tätigkeiten ist immer etwas, was man gern Frauen gibt. Aber sie waren nicht aktiv vorgesehen, sich an einem Kampf zu beteiligen. Meine Aufgabe war, eine Botschafterin zu sein. Und ich bin damals, ich habe im dritten Bezirk gelebt, ich bin damals in die innere Stadt gegangen, in die Michaelerkirche, um mit einer Genossin vom neunten Bezirk zusammenzukommen. Und sie hat berichtet, dass die im neunten Bezirk Gewehre vorhanden waren. Und im dritten Bezirk, von dem ich berichtet habe, waren die Schutzbündler bereit. Aber die beiden konnten nicht zusammenkommen. Die innere Stadt war beinahe abgesperrt. Nachdem der Schutzbund in St. Pölten passiv bleibt und führende Kommandeure nicht auffindbar sind, organisiert Maria Emhardt die Führung des Aufstandes. Doch auch dieser wird binnen kurzer Zeit niedergeschlagen. Wir organisierten dann nachmittags das alles, was notwendig war. Mit Hilfe von Jugendlichen holten wir aus dem benachbarten Bergwerk die Sprengmittel, um die leer lagernden Granaten zu füllen. Das hatten die Frauen dann besorgt, die Füllung. Und die Zubringung zum Kampfplatz oder vielmehr zum Sammelplatz wurde mit Kinderwagen und mit Frauen organisiert. Eine Order konnte ja nicht mehr gegeben werden und die Verantwortlichen verlangten nun jemanden, der die Verantwortung übernehmen müsse. Und dazu habe ich mich bereit erklärt, die Verantwortung zu tragen. Die verschiedenen rechten und linken Untergrundorganisationen haben versucht, quasi das Frauenbild, das der Austrofaschismus propagiert hat, für sich auszunutzen. Nämlich, Frauen sind schwach, Frauen sind nicht politisch. Und von daher haben sie Frauen eingesetzt, um Kurierinnen zu sein, in Kinderwegen Gewehre zu transportieren, Flugblätter zu transportieren etc., weil Frauen einfach als unverdächtig gegolten haben. Sie konnten gar nicht politisch sein in den Augen der austrofaschistischen Machthaber. Daneben greifen Frauen auch selbst zur Waffe. Ohne sie wäre der Aufstand vermutlich schon früher zusammen, mancherorts auch gar nicht erst ausgebrochen. Durch diese Rollenänderung der Frauen, nämlich plötzlich Kämpferinnen zu sein, hat das quasi mehr noch die gerechte Sache unterstrichen. Also wenn selbst Frauen zu den Waffen greifen. Sie waren auch die, die ganz wichtig waren in der Mobilisierung des Kampfes, weil ja dieser Aufstand an verschiedenen Stellen nicht gut kommuniziert. Viele Leute, die hätten führen sollen, wurden vorher verhaftet und waren nicht greifbar. Und Frauen waren schon die, die es gebraucht hat oder die man auch in den Familien angeschaut hat. Gehe ich da jetzt raus und kämpfe oder nicht? Ein weiteres Zentrum des Bürgerkrieges ist das steirische Bruck an der Mur. Bruck ist eine Hochburg der Arbeiterinnen und Arbeiter, stark sozialdemokratisch geprägt und als Eisenbahnknotenpunkt von großer strategischer Bedeutung. Hier gelingt es den Aufständischen, zumindest für kurze Zeit, nahezu die gesamte Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Dann sind sie gekommen und haben den Verletzten über den Zaun herüber. Und wir sind herübergekommen, Das haben wir gesehen, mein Gott, das Blut rundherum von den Augen, von den Nasen, vom Mund. Und dann, wie sie ihn herunter haben, habe ich müssen ein Stückchen zurückgehen.
Und da bin ich in die Schusslinie gekommen. Es war gerade ganz ein Stickerl, über vielleicht 10 cm von Hause bin ich ins Freie gekommen. Ich habe immer gedacht, ach Gott, ich habe noch nie vom Blut ist mir schlecht geworden. Dabei habe ich einen Kopfschuss gehabt. Beim rechten Ohr, vorn rechten Ohr war der Einschuss und bei der linken Schläfe der Ausschuss. Dann kommt die Schwester, waren ja lauter Ordensschwestern, und sage, mein, bin ich schon gestorben. Ich mag noch nicht sterben, ich bin noch viel zu jung. Warum muss ich sterben? Und sie sagt, nein, nein, brauchst nicht sterben. Die Führung des Aufstandes in Bruck an der Mur übernimmt Koloman Wallisch. Wallisch ist Landesparteisekretär der steirischen Sozialdemokratie und erfreut sich als wortstarker Gegner des Austrofaschismus größter Beliebtheit innerhalb der Arbeiterschaft. Als solcher stellt er sich an die Spitze im Kampf um die Demokratie. Doch die Übermacht des Militärs zwingt Wallisch mit rund 400 Kämpfenden in den Morgenstunden des 13. Februar die Flucht über den Eisenpass anzutreten. 5 Tage später wird er verhaftet. Auch anderswo in Österreich kommt es zu Kämpfen. In Steyr, in Graz oder als westlichster Kampfplatz auch in Wörgl in Tirol. Ein österreichweiter Flächenbrand entflammt nicht. Im Großteil des Landes geht der Bürgerkrieg spurlos an der Bevölkerung vorüber. Auch da die Aufstände keinen Ausblick auf Erfolg haben und rasch niedergeschlagen werden können. In Wien dauern die Kämpfe länger an. Hier verschanzen sich die Aufständischen in Gemeindebauten, die von der austrofaschistischen Propaganda als marxistische Trutzburgen stilisiert werden. Durch Ausnutzung vorhandener Stützpunkte, insbesondere der an strategisch wichtigen Punkten errichteten Gemeindebauten, befanden sich die Aufständischen in gut geschützten, schwer zu bekämpfenden Stellungen. Eine gewisse Planmäßigkeit in der Verteilung der Gemeindebauten erhält daraus, dass alle Bahnlinien sowie alle Donaubrücken von mächtigen Neubauten der Gemeinde Wien beherrscht werden. Die Gartenstadt, der Wohnhausbau am FAC-Platz und der Goethehof beherrschen die Donaubrücken am linken Ufer, während der Gemeindebau auf dem Engelsplatz, der Winarski-Hof, der Lasallhof und der Gemeindebau bei der Stadlauer Brücke die Donaubrücken vom rechten Ufer aus beherrschen. Man hat dem Hugo Breitner vorgeworfen, dass er als Finanzstadtrat Mittel zum Umsturz bereitgestellt haben müsste, dass er Kenntnis davon gehabt haben müsste, dass die Gemeindebauten nichts anderes als Wehrburgen für einen kommenden Bürgerkrieg seien und so weiter und so fort. Und der Hugo Breitner argumentiert, wie bitte stellt euch das vor? Wir sind der größte Arbeitgeber dieses Landes. Wir hätten eine Unmenge von Architekten, von Bauarbeitern, dazu verleiten müssen, unsere geheimen Pläne nicht preiszugeben. Wir hätten gerade in ihrer Hochburg Wien der Sozialdemokratischen Partei nicht wieder gutzumachenden Schaden zugefügt. Die Aufständischen halten sich hartnäckig, verlangen der an Waffen und Truppenstärke weit überlegenen Regierungsseite schwere Gefechte ab. Doch dies ändert sich mit dem Zeitpunkt, als das Militär am 13. Februar schweres Geschütz in Stellung bringt. Das ist gegen Mittag gewesen am 13., wo das erste Militär angerückt ist. Und wo sie begonnen haben, Schlingerhof zu beschießen mit Artillerie, Ortenstadt zu beschießen, FAC-Bau zu beschießen mit Artillerie. Und das war für uns sozusagen, wenn man sagen will, der letzte Ausgangspunkt, wo wir gewusst haben, es ist nichts zu machen. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendeine Sirene oder sonst etwas war, sondern wie der erste Knall war, hat man gewusst, ja, jetzt versteck dich, was kannst. Es war undenkbar, dass das eigene Militär auf die friedlichen Wohnhäuser schießt. Ja, auch wenn dort Leute waren, die geschossen haben, auch, mit Gewehr oder mit Maschinengewehr. Ja. Aber dass man die Artillerie heranzieht
Und dort diese Häuser beschießt, war undenkbar. Schauen Sie, als Soldat habe ich nicht zu denken, ob der Einsatz gut oder schlecht ist. Ich habe einen Eid geschworen an der Republik Österreich und an den habe ich zu halten. Nach erfolgloser Aufforderung zur Übergabe wurde der Goethehof Mittwochnachmittag unter Artilleriefeuer genommen. Am Mittwoch setzten die Schutzbündler trotz des Artilleriefeuers die Beschießung der Reichsbrücke fort. Es ist im Prinzip so, dass auf Seiten des Schutzbundes und auf Seiten der Sozialdemokratischen Partei niemand, zu diesem Zeitpunkt niemand mehr glaubt, dass man noch eine Erfolgsaussicht hat. Man macht es, das sagen auch die Aufständischen selbst, ja. Man macht es sozusagen, um irgendwie zu zeigen, dass man nicht kampflos untergeht. Aber natürlich bedingt ein solches Vorgehen und das Nichtglauben an den Sieg, dass man auch relativ selbstschonend vorgeht. Also es ist besser, sich in einem Wohnhaus hinter Mauern zu verschanzen und von dort zu schießen, als offen auf der Straße anzugreifen, was natürlich zu viel mehr Opfern führen würde. Und das Schlimmste war dann, wie der Einschlag war, am zweiten Stock. Und das sind durch einige Zimmer, ist das Geschoss in einem Bett gelandet. Also das war ein ziemlicher Krach und noch ist es lang, lang geschossen worden. Ich bin also da am Weg auf den Dachboden auch bei jenen Räumen vorbeigekommen, die also unter Artilleriebeschuss waren. Und da hat natürlich also katastrophal ausgeschaut, total zertrümmert. Die Einrichtung, selbstverständlich, Blutspuren, auch Gehirnteile sind natürlich auf der Wand gepickt. Also ein schrecklicher Eindruck, den ich als junger Soldat, also es war ja meine Feuertaufe. Ich habe hier noch nie so etwas erlebt. Die Hauptstützpunkte der Schutzbündler waren das Arbeiterheim in Otterkring, die Gemeindehäuser in Simmering, der Karl-Marx-Hof in Heiligenstadt, aus dem besonders hartnäckiger Widerstand geleistet wurde. Einer der letzten Stützpunkte der Aufrührer war der Goethehof in Kaisermühlen, der einen ausgesprochenen Brückenkopf darstellt. Verhaftete Schutzbündler werden nach Waffen durchsucht und abgeführt. Am 15. Februar wird mittags die letzte Gegenwehr niedergeschlagen. Lediglich knapp 80 Stunden haben die Kämpfe gedauert. Der Aufstand förderte tausende Verletzte zutage und mindestens 350 Menschen sind im Zuge des Ausbruchs der Gewalt gestorben. Dazu übt sich der Ständestaat in Vergeltungsjustiz. Insgesamt 24 Todesurteile werden gegen Aufständische gesprochen, welche das Dollfuß-Regime als Putschisten betrachtet. 9 Urteile werden schlussendlich vollzogen. Einer der prominentesten zum Tode Verurteilten ist Koloman Wallisch. Am 19. Februar wird er in Leoben hingerichtet. Als wir hörten, wie auf einmal in den späten Abendstunden im Gang vor den Zählen ein Geraufe und Getrampel war, und da wurde unser Genosse Wallisch dann vorbeigeführt. Wir alle, wie auf ein Kommando, stürzten zu unseren Zählenfenstern und begannen unser Lied, die Internationale, zu singen. Und so konnten wir dann auch noch hören, wie Genosse Wallisch am Galgen hier seine letzten Worte hören, die er hinausgerufen hat: Es lebe die österreichische Sozialdemokratie, Freiheit. Das Heid selber hat bereits die Schlinge des Henkers abgewürgt. Ganz empört waren wir dann, wie wir hörten, dass der Henker hier
den Handschuh hingeworfen hat und hier gesagt hat, Herr Wallisch, bei Ihnen war es mir ein besonderes Vergnügen. Und dies alles in der autoritären Zeit, die sich eine christliche Zeit nannte. Der Bürgerkrieg und dessen rasche Niederschlagung waren die letzten Schritte hin zur Diktatur. Am 1. Mai 1934 gibt sich das autoritäre Dollfuss-Regime eine neue Verfassung, mit der die parlamentarische Demokratie endgültig zu Grabe getragen wird. Nach dem Verbot der nationalsozialistischen und der kommunistischen Parteien im Sommer 1933 findet sich jetzt auch die Sozialdemokratie in der Illegalität wieder. Die Errichtung des von Dollfuss angestrebten Einparteienstaates ist vollzogen. Im Namen Gottes des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält das österreichische Volk, in seinem christlichen deutschen Bundesstaat, auf städtischer Grundlage diese Verfassung. Mit diesem Vorspruch sind Geist und Inhalt der neuen österreichischen Verfassung gekennzeichnet. Die Partei wird verboten, ihr Vermögen wird beschlagnahmt, es kommt zu Massenverhaftungen, 10.000 Menschen werden festgesetzt, vorübergehend in Gefängnissen und Lagern. Es rollt eine massive Repressionswelle durchs Land. Menschen werden nicht nur durch Polizeistrafen und Geldstrafen drangsaliert, sondern verlieren ihre Arbeitsplätze, verlieren ihre Gemeindewohnungen und so weiter. Da wird jetzt also wirklich eine Bewegung, der immerhin 700.000 Menschen in diesem Land angehören, sehr systematisch zerschlagen und unterdrückt. Wie Sie im Radio gesagt haben, die Sozialdemokratische Partei und all ihre Nebenorganisationen sind verboten. Das habe ich bis heute nicht verwunden. Greift sich ja heute nur am Kopf, dass es überhaupt möglich war, das Parlament aufzulösen. Und dass Dollfuss nicht erkannt hat, nämlich, dass die große Gefahr für Österreich ja nicht mehr die Sozialdemokraten, der Schutzbund sind, sondern die vor allem 1933 Machtübergreifung Hitler in Deutschland, sondern dass die große Gefahr von dort kommt. Und wenn man Österreichs Freiheit erhalten will, wird man das nicht ohne die Sozialdemokraten machen können. Und das war ja das große Malheur, dass das nicht gelungen ist, von Österreichs Standpunkt gesehen. Die Folge war 38. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten finden sich die beiden Gegner nun auf derselben Seite wieder. Angehörige der Sozialdemokratie wie des Ständestaates werden Opfer der nationalsozialistischen Terrorherrschaft, müssen dieselben Erfahrungen als Insassen von Konzentrationslagern machen. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges werden mit der ÖVP und der SPÖ die Nachfolgerinnen der vormals verfeindeten Parteien gegründet. Die 7 Jahre des tausendjährigen Reiches und die daraus resultierten Trümmer lassen die konfliktreiche und gewaltvolle Zwischenkriegszeit fürs Erste in den Hintergrund treten. In der Nachkriegszeit kommen die beiden Parteien zur Einsicht, dass ein demokratisches Österreich nur zusammen aufgebaut werden kann. Doch bestehen noch heute unterschiedliche Perspektiven auf den Februar 1934. Während die eine Seite vom notwendigen Kampf zur Rettung der Demokratie gegen den Faschismus spricht, sieht die andere Seite im Aufstand des Republikanischen Schutzbundes einen illegitimen Putschversuch gegen den Ständestaat unter Kanzler Engelbert Dollfuss, dessen Porträt bis 2017 im Parlamentsclub der ÖVP hängt. Und auch ob es sich um einen Bürgerkrieg handelte oder lediglich um Februarkämpfe, bietet noch immer Diskussionsstoff. Die Nachwirkungen sind bis heute spürbar und prägen die politische Perspektive auf die Ereignisse.
In die Geschichte der Zweiten Republik hat die Sozialdemokratie damals mit ihren Führungspersönlichkeiten schon wahnsinnig große Leistung vollbracht, nämlich aus Verantwortung, jetzt die Chance zu haben, eine Republik mitzugestalten, auch in den Dialog, in Regierungen zu gehen, das Land mit aufzubauen. Und es war natürlich schon ein gewisser Hemmschuh, auch noch geschichtlich zu wissen, dass 12 Jahre zuvor dieselben Leute auf die Gemeindebauten schießen haben lassen. Dieses Ereignis, dieses Putsches, Aufstands und ein Niederschlagen dann durch Polizei, Bundeseinheiten und auch Hilfskräfte, heute als solches so erstens einmal nicht mehr denkbar ist, als solches auch als historisches Ereignis gesehen wird, aber natürlich ein warnendes Beispiel ist, dass man es auch nicht so weit kommen lassen darf, dass man diesen Anfängen dieses Auseinanderdividierens, dieses Nicht-Aufeinander-Zugehens, dass man das als Demokrat versuchen muss zu verhindern. Das heißt, immer wieder die Brücken zu schlagen. Heute sind die Erbinnen der Konfliktparteien, die ÖVP auf der einen und die SPÖ auf der anderen Seite, ausgesöhnt. Gemeinsam haben sie in den Trümmern des Krieges die Zweite Republik aufgebaut. Die Erinnerung an die gewaltvolle Konfrontation, so unterschiedlich sie sein mag, bleibt eine ständige Warnung. Wir sind heute eine reife Demokratie und auf allen Ebenen wirklich Demokraten, die ganz einfach die Diskussion, das Wort, das Miteinander auch von unterschiedlichen Standpunkten schätzen und das nicht zur militärischen oder zur Gewalteskalation treiben zu lassen. Da gibt es schon Gefahren, dass wir eigentlich heute aufgerufen sind, Demokratie zu schützen, dass wir eine liberale Demokratieordnung haben, dass wir diejenigen sind, die aus unserem Grundverständnis in der Sozialdemokratie einfach Demokratie weiterentwickeln, als sehr hohes Gut. Und da gibt es leider in diesen Jahren auch ganz aktuell einfach Tendenzen, die genau in eine umgekehrte Richtung wollen. Und deswegen ist sozusagen auch dieses Bekenntnis geschichtlich der Sozialdemokratie als Wegbereiter der Republik, aber auch in die Zukunft zu richten. Es dauerte lange, bis die tiefen Gräben, die sich schon früh in der Ersten Republik auftaten und in blutigen Kämpfen mündeten, zugedeckt werden konnten. Heute soll der Ausbruch der Gewalt im Februar 1934 ein mahnendes Beispiel für die Gegenwart wie für die Zukunft sein.